Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Wir freuen uns, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit nehmen, verloren und verschüttet gegangene Fakten mit uns gemeinsam neu auf den Punkt zu bringen. Ein Sprichwort sagt, dass Wahrheit frei macht. Allein die Tatsache, dass Fragen rund um die Schuld des Ersten und des Zweiten Weltkrieges je länger je mehr an den Ketten der Siegergeschichtsschreibung rütteln, zeigt, dass da wohl etwas noch nicht ganz auf dem Punkt ist. Unmöglich, denkt man, kann man 70 Jahre nach all diesen verwirrenden Ereignissen plötzlich Licht ins finstere Durcheinander bringen? Doch warum eigentlich nicht? Wir haben in dieser Sendung auf viele weit erhellerende Zitate verzichtet, weil die angegebenen Quellen systematisch aus dem Internet entfernt wurden. Nach sehr großem Rechercheaufwand erlauben wir uns nun aber, diese hier wiederzugeben. Es sind Gegenstimmen, welche der Geschichte einen ganz anderen Lauf geben. Little Heart in der Picture Post, London vom 3. September 1949. Für die Zwecke des Nürnberger Prozesses genügte die Unterstellung, dass der Krieg mit allen seinen Folgen auf Hitlers Aggression zurückzuführen sei. Aber diese Erklärung ist zu oberflächlich. Sie entspricht auch nicht den Tatsachen, denn Hitler wollte alles andere als einen Weltkrieg. Nach Kriegsende sind die wesentlichen deutschen Archive in unsere Hände geraten und wir können uns ein präzises Bild von dem außerordentlichen Grade der Kriegsfurcht in den führenden deutschen Kreisen machen. Die plötzliche Kehrtwendung Englands im März 1939 machte den Krieg unvermeidlich. William Chamberlain und urteilt in Amerikas zweiter Kreuzzug. Auch nach genauester Prüfung der erbeuteten Archive gibt es keinen Tatsachenbeweis, dass Hitler irgendeinen Plan für eine Offensive gegen die westliche Halbkugel vorbereitet hätte. Ein passendes Zitat dazu. Drei Dinge können nicht lange verborgen werden. Die Sonne, der Mond und die Wahrheit. Joachim von Ribbentrop vor dem Völkerbund am 19. März 1936. Der deutsche Reichskanzler hat der Welt eine ganze Reihe von Friedensangeboten gemacht. Man hat nicht ein einziges davon aufgegriffen. Das Angebot zur absoluten Abrüstung, es wurde abgelehnt. Das Angebot eines allgemeinen gleichen 200.000 Mann Heeres, es wurde abgelehnt. Das Angebot eines 300.000 Mann Heeres, es wurde abgelehnt. Das Angebot eines Luftpaktes, es wurde abgelehnt. Das Angebot zu einer großzügigen Befriedung Europas in seiner Rede vom 21. Mai 1935, es wurde einfach übergangen, ausgenommen jener Vorschlag, der dann später dem deutsch-englischen Flottenvertrag zugrunde gelegt wurde. Wieder und wieder hat der deutsche Reichskanzler seine Angebote zur Erhaltung des Friedens unterbreitet. Andrei Tscherkasow, russischer Kriegshistoriker in der Pravda am 6.11.2002. Lange vor dem 2. Juni 1941 bereitete sich Stalin auf einen Angriffskrieg gegen Deutschland vor. Emil Ludwig Cohn, 1938. Denn obwohl Hitler vielleicht im letzten Augenblick den Krieg vermeiden will, der ihn verschlingen kann, wird er dennoch zum Krieg genötigt werden. Ritz Smigel, Generalinspekteur der polnischen Armee im Sommer 1939. Polen will den Krieg mit Deutschland und Deutschland wird ihn nicht vermeiden können, selbst wenn es das wollte. Hier ein Zitat, welches dem dritten US-Präsidenten Thomas Jefferson zugeschrieben wird. Wir haben keine Angst, der Wahrheit zu folgen, wohin auch immer sie uns führen kann. Adolf Hitler nach Beendigung des Frankreich-Feldzuges in einem Gespräch mit seinem Architekten Professor Hermann Giesler. Ich will Frieden und ich werde alles daran setzen, um den Frieden zu schließen. Noch ist es nicht zu spät. Dabei werde ich bis an die Grenze des Möglichen gehen, soweit es die Opfer und Würde der deutschen Nation zulassen. Ich weiß mir Besseres als Krieg, allein wenn ich an den Verlust des deutschen Blutes denke. Es fallen ja immer die Besten, die Tapfersten und Opferbereitesten, deren Aufgabe es wäre, die Nation zu verkörpern, zu führen. Ich habe es nicht nötig, mir durch Krieg einen Namen zu machen wie Churchill. Ich will mir einen Namen machen als Ordner des deutschen Volkes,
Seine Einheit und seinen Lebensraum will ich sichern, den nationalen Sozialismus durchsetzen, die Umwelt gestalten. Winston Churchill zu Lord Robert Boothby. Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte. Der britische Generalmajor J.F.C. Fuller schrieb 1950: Nicht die politischen Lehren Hitlers haben uns in den Krieg gestürzt. Anlass war der Erfolg seines Wachstums, eine neue Wirtschaft aufzubauen. Die Wurzeln des Krieges waren Neid, Gier, Angst. Von Henry Kissinger, ehemaliger amerikanischer Außenminister, stand in der Welt am Sonntag im Jahre 1994 folgende Aussage. Präsident Clintons Gedanke von den Führungspartnern USA und Deutschland war nicht gerade sehr weise. Tatsächlich treibt dieser Gedanke alle auf die Barrikaden, denn letztlich wurden zwei Weltkriege geführt, um eben das, eine dominierende Rolle Deutschlands zu verhindern. Ein spanisches Sprichwort sagt, Wahrheit und Öl kommen immer an die Oberfläche. Ein weiteres Zitat von Rosebery, britischer Premierminister 1895. Die Störung des Verhältnisses zwischen Deutschland und England ist darauf zurückzuführen, dass Deutschland England auf wirtschaftlichem Gebiete überflügelt. In einem Artikel der britischen Zeitung Sunday Correspondent im Jahre 1989 zum 50. Jahrestag des Zweiten Weltkrieges. Wir müssen jetzt ehrlich über die deutsche Frage sein, so unbequem sie auch für die Deutschen, für unsere internationalen Partner und uns selber sein mag. Die Frage bleibt in der Essenz die gleiche. Nicht wie wir es verhindern, dass deutsche Panzer über die Oder oder Marne rollen, sondern wie Europa mit einem Volk fertig wird, dessen Zahl, Talent und Effizienz es zu unserer regionalen Supermacht werden lässt. Wir sind 1939 nicht in den Krieg eingetreten, um Deutschland vor Hitler oder die Juden vor Auschwitz oder den Kontinent vor dem Faschismus zu retten. Wie 1914 sind wir für den nicht weniger edlen Grund in den Krieg eingetreten, dass wir eine deutsche Vorherrschaft in Europa nicht akzeptieren konnten. Dr. Bruno Bandulet über das Buch Der Krieg, der viele Väter hatte. Kaum jemand weiß, dass Deutschland bis heute vertraglich gebunden ist, sich an die Geschichtsversion der Siegermächte zu halten. Die Verpflichtung Deutschlands, die eigene Geschichte durch die fremde Brille zu sehen, wurde 1990 vertraglich verlängert. Ein weiteres spanisches Sprichwort sagt, wer Frieden will, muss bereit sein, sich zur geschichtlichen Wahrheit zu bekennen. Der Daily Express schrieb am 24. März 1933, das israelitische Volk der ganzen Erde erklärt Deutschland wirtschaftlich und finanziell den Krieg. Schon im November 1936 sagte Churchill zu US-General Wood, Deutschland wird zu stark und wir müssen es zerschlagen. Er sagte das auch 1937 dem deutschen Botschafter in London zu Joachim von Ribbentrop frei ins Gesicht. Wenn Deutschland zu stark wird, wird es zerschlagen. Der polnische General Sonskowski erklärte am 31. August 1943 anlässlich des 4. Jahrestages des polnischen Kriegseintritts vor alliierten Pressevertretern, der Entschluss Polens vom 30. August 1939, der dem Befehl zur allgemeinen Mobilmachung zugrunde lag, kennzeichnet einen Wendepunkt in der Geschichte Europas. Hitler wurde dadurch vor die Notwendigkeit gestellt, Krieg zu führen zu einem Zeitpunkt, da er weitere unblutige Siege zu erringen hoffte. Der britische Generalmajor J.F.C. Fuller wird aus seinem Buch Der Zweite Weltkrieg zitiert. 1919 in ihren Friedensverträgen haben die Sieger des Ersten Weltkrieges den Wind gesät und so sicher, wie die Nacht dem Tag folgt, im Zweiten Weltkrieg den Sturm geerntet. Sie haben nichts gelernt und nichts vergessen und erfüllt von Neid, Furcht und Habgier
haben sie ihre bösen Taten wiederholt und haben zum zweiten Male den Besiegten Ungerechtigkeiten auferlegt. Also haben sie wiederum Wind gesät und werden wiederum Sturm ernten. Böses erzeugt Böses. Und wenn ihr blind seid wie Simson, wenn ihr die Säulen des Hauses eurer Feinde niederreißt, dann werden seine Trümmer euch erschlagen. Den Schlusspunkt setzen wir mit der Aussage von Heinrich von Brentano, damaliger CDU-Politiker. Die Deutschen sollten die Wahrheit auch dann ertragen lernen, wenn sie für sie günstig ist. Geschätzte Damen und Herren, Zeit heilt zwar viele Wunden, doch die Wahrheitsfindung für unsere Geschichtsbücher verjährt nicht. Nehmen wir unsere Pflicht und Schuldigkeit gegenüber den nächsten Generationen wahr. Wir bedanken uns für Ihr Dranbleiben, denn die Wahrheit findet den Platz, der ihr gebührt.